Willkommen in der Coaching-Oase Heartify. Ich bin Katrin Stamm von Heartify.live und zeige dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie du es dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitivem Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie du deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Willkommen zu Folge 059, wofür dir Skalierungen im Coaching eine enorme Hilfe sein können. Du merkst schon, ich halte mein Versprechen, dass du jetzt 2019 im Podcast mehr über achtsames EMDR-Coaching mit Humor und Leichtigkeit hörst und dich auf noch mehr Feinheiten und Kniffe für dich und deine Coaching-Praxis freuen kannst. Und was ja noch dieses Jahr sich verändern darf, wachsen darf, das ist das neue Heartify-Coach-Mitglieder-Netzwerk, das nach der nächsten Kraftquellenwoche im Februar wieder die Tore öffnet. Hier entsteht ein Raum für Coaches, damit wir uns gegenseitig austauschen, uns unterstützen und auch nähren können. Wir geben so viel, aber das soll ein Platz sein, wo wir beides tun können, wo wir auch nehmen können. Wenn du gerne dabei sein möchtest, der Zugang geht nur über die EMDR-Coach-Ausbildung oder die Teilnahme an der kostenfreien Kraftquellenwoche für Coaches und Berater. Und die startet am Sonntag, den 10. Februar. Und du kannst dich jetzt schon anmelden auf heartify.live/Kraftquellenwoche. Ja, das war's einfach schon mal so vorneweg. Und jetzt geht's weiter damit, wie du Skalierungen für dein Coaching nutzen kannst. Was hast du davon, wenn du die heutige Folge hörst? Wir sprechen darüber, was Skalierungen im Coaching sind, welche Skalierungsarten es gibt, 5 verschiedene Einsatzmöglichkeiten für Skalierungen im Coaching und die 2 Skalierungen im EMDR-Coaching. Am Ende weißt du, womit du deine Klienten durch Skalierungen am besten unterstützen kannst und vielleicht bekommst du sogar Lust, sie wieder mehr zu nutzen und einzusetzen und damit vielleicht auch ein bisschen mehr zu experimentieren. Lehn dich also entspannt zurück und genieße ein paar vertiefende Gedanken über Skalierung. Natürlich bin ich auch neugierig, ob und wie du bis jetzt Skalierungsfragen eingesetzt hast oder einsetzt. Schreib mir das doch gerne in den Kommentar, damit ich weiß auch, ja, auf welcher Basis stehen denn meine Hörer und Hörerinnen oder Leser und Leserinnen. Ich selber bin vor ungefähr 10 Jahren im Rahmen von Fortbildungen zu lösungsfokussiertem Kurzzeitcoaching, was für ein Zungenbrecher, darauf gestoßen, also auf die Skalierungen. Und zwar hatte die Dozentin Christa Herold, die ich sehr schätze, ihre Fortbildungen bei Steve DeShazer und Inso Kimberg persönlich in Milwaukee absolviert. Und sie hat erzählt, dass die beiden Gründer der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie ganz großen Wert auf Skalierungen im Coaching gelegt haben. Und entsprechend hat sie auch uns in den Fortbildungen im positiven Sinne getriezt. Und ich habe nur davon profitiert. Übrigens spielen auch im EMDR-Coaching Skalierungen eine wichtige Rolle. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Die werden leider oftmals unterschätzt und das Potenzial, was darin liegt, gar nicht so richtig ausgeschöpft. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, diese Folge zu nutzen, um dich einfach entspannt ein bisschen weiterzubilden oder auch dir die eine oder andere Idee für deine Praxis abzuholen. Fangen wir einfach mal damit an, was bedeutet Skalierung im Coaching? Skalierung im Coaching nutzen heißt, du setzt Skalen ein, indem du deine Klienten aufforderst, sich subjektiv selber einzuschätzen, wie sie ihr Inneres im Augenblick wahrnehmen. Und das Ganze auf einer von dir vorgegebenen Skala, zum Beispiel einer Skala von 0 bis 10, um beispielsweise eine Belastung durch ein Thema im gegenwärtigen Moment festzuhalten
und am Ende der Sitzung schauen zu können, was sich verändert hat. Also da gehen wir heute natürlich noch mehr mit in die Tiefe. Fangen wir einfach damit an, es gibt verschiedene Arten von Skalen, die du nutzen kannst. Und dessen sind sich auch nicht alle bewusst. Die erste Skalenart ist die unipolare Skala. Die hat also nur einen Pol. Und zwar entweder einen Weg von Pol, zum Beispiel die Belastung durch ein Gefühl wie Ärger. Und gängig ist eben da diese Praxis von zu skalieren von 0 bis 10. Und die Frage dazu lautet dann, wie hoch ist jetzt deine Belastung durch Ärger, was der Klient vielleicht genannt hat, von 0, das ist überhaupt keine Belastung, und 10 ist unerträglich und nicht mehr zu steigern. Die gleiche unipolare Skala kann auch auf ein Hinzu ausgerichtet sein, also auf einen Hinzu-Pol, zum Beispiel Gelassenheit mit Thema XY. Und dann lautet die Frage, wie stufst du jetzt deine Gelassenheit im Umgang mit Thema XY ein? Von 0 ist überhaupt keine Gelassenheit und 10 ist total gelassen. Also das war jetzt die unipolare Skala. Dann gibt es noch eine bipolare Skala, die hat einfach zwei entgegengesetzte Pole. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit Zahlen zu spielen. Also wenn wir jetzt beim letzten Beispiel bleiben, dann wäre 0 extrem aufgeregt und 10 total gelassen. Also das sind diese beiden Pole, Aufregung und Gelassenheit vielleicht. Manchmal sieht man an dieser Stelle auch Skalierungen von minus 10 bis plus 10. Dann wäre also minus 10 maximal aufgeregt, 0 wäre neutral und 10 total gelassen. Also habe ich schon mitbekommen, dass sowas auch eingesetzt wird. Das mache ich selber allerdings nicht. Dann die dritte Rubrik von Skalen, die auch gerne in so Tests und Umfragen verwendet wird, das sind die Wortskalen. Also zum Beispiel, dass man skaliert, ob etwas zutrifft, von gar nicht, ein bisschen, ziemlich, voll und ganz. Also das sind dann eben keine Zahlen, sondern Wortbeschreibungen. Und die nutzen wir dann eben eher, wenn jemand aus dem Bauch heraus sich schwer tut, eine Zahl zuzuordnen. Beziehungsweise wir nutzen es ja auch schon grundsätzlich, um zumindest die 0 und die 10 zu beschreiben und dem Klienten damit einen Anhaltspunkt zu geben, wie er das Ganze einsortieren soll. Die vierte Variante ist dann eine symbolische Skala. Die ist auch ganz spannend. Die nutzt nämlich, also das heißt, das ist jetzt eine Abbildung und die nutzt entweder linear oder auch in Form eines Halbkreises mit einem Uhrzeiger, den man verstellen kann. So verschiedene Symbole wie beispielsweise Emoticons, also ein Smiley, der mit nach unten gezogenem Mund ist auf der linken Seite und rechts einer, der total lacht und dann noch verschiedene Abstufungen dazwischen. Oder auch für die, um eine Stimmung zu skalieren, einfach Abschnitte mit Farbschattierungen von weiß, ich bin gut drauf, mir geht's gut, bis hin zu schwarz, mir geht's super schlecht. Und solche Skalen werden gerne bei der Arbeit mit Kindern eingesetzt und ich finde das eigentlich auch ganz schön, weil ich habe es immer gerne, wenn man auch noch was zum Angucken hat oder sogar zum Anfassen, wenn man jetzt so einen Uhrzeiger da noch einstellen kann. Ja, und für mich persönlich sind die unipolaren Skalen am hilfreichsten und wir sehen nachher dann auch noch, dass wir beim EMDR eben mit zwei unterschiedlichen Skalen parallel arbeiten und das ist natürlich besonders spannend, allerdings auch etwas verwirrend. Später mehr dazu. Kommen wir erstmal zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Skalierungen im Coaching. Also, wofür sie sinnvoll sind, was ihr Nutzen ist, wie du das Optimum aus Skalierungen im Coaching für deine Klienten herausholen kannst. Und dazu stelle ich dir hier fünf Möglichkeiten vor. Als erstes Skalierung zur Standortbestimmung. Wie vorhin schon erwähnt, kannst du zu Beginn einer Sitzung die Ausgangssituation mit einer Skalierung bewerten lassen. Dann hast du zum Beispiel einen guten Vergleich von vorher und nachher.
Dabei ist natürlich wichtig, in deiner Skalierungsfrage das Wörtchen jetzt gerade oder hier in der Praxis einzufügen. Denn wenn du das nicht tust, kann dein Klient oder Klientin das vielleicht auf zum Beispiel die Belastung, die vor einigen Wochen in der Akutsituation da war, beziehen, also wie es damals war. Und inzwischen ist ja die Belastung vielleicht schon weniger geworden, weil ein bisschen Zeit verstrichen ist, weil der Klient, die Klientin hier sitzt und ja gerade das Thema angeht. Deswegen ist es eben wichtig zu fragen, wie es jetzt aktuell ist. Und das ist außerdem noch zusätzlich eine Hilfe, um im Toleranzfenster zu bleiben. Was das ist, da gehen wir dann in einer der nächsten Podcast-Folgen näher drauf ein. Also ein Beispiel. Eine Klientin kommt, um zum Beispiel ein Thema mit ihrer Kollegin anzugehen, wo sie richtigen starken Frust hat. Und zu Beginn der Sitzung war der Frust auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist überhaupt keiner und 10 unerträglich, vielleicht bei 7. Und am Ende ist er dann bei 4. Ja, jetzt kannst du natürlich schon mal gut bestärken, wow, 4, da ist ja was gegangen. Am Anfang, kannst du dich noch erinnern, war ja dein Frust bei 7. Das hilft, Teilerfolge bewusst wahrzunehmen und auch noch sie zu verstärken. Die bewusste Wahrnehmung von was gelungen ist, verstärkt ja das Ganze immer noch. Übrigens geht die innere Arbeit bei Klienten auch in der Regel noch weiter bis zur nächsten Sitzung. Also es hört nicht auf, wenn die zur Türe rausgehen. Und wenn du dann in der nächsten Sitzung nochmal die Skalierung abfragst, dann wundere dich nicht, wenn zum Beispiel dieser Frust, der am Ende der ersten Sitzung auf 4 stand, auf 3 oder sogar auf 2 weiter gesunken ist. Denn inzwischen hat sich vielleicht noch einiges integriert und die Veränderungen haben auch schon im Alltag gewirkt und das Verhalten verändert zum Beispiel. Die zweite Möglichkeit ist, eine Zielerreichung zu skalieren. Also wie nahe man schon am Ziel ist oder an der Lösung. Das ist also jetzt im Gegensatz zum Weg von eine Hinzu-Skalierung, also hin zur Lösung und zum Ziel des Coachings. Das kannst du vor jeder Coaching-Sitzung tun oder auch in Bezug auf das Gesamtergebnis, das mit mehreren Sitzungen erreicht werden soll. Übrigens, wenn man jetzt so ein Ziel skaliert, nur nebenbei bemerkt, ein wohl formuliertes Ziel zu finden, ist immer ein hartes Ringen. Und das machen wir jetzt hier gerade nicht zum Thema. Das hatten wir übrigens vor ein paar Tagen im Workshop für Mitglieder des Heartify Coach Netzwerks als Thema. Und an der Stelle nochmal kurze Erinnerung, wenn du dich für das Coach Netzwerk interessierst, komm einfach in die nächste Kraftquellenwoche für Coaches und Berater. heartify.live/kraftquellen-woche. Denn danach öffne ich wieder die Tore für das Netzwerk. Also, angenommen, die Klientin hat als Ziel für die erste Coaching-Sitzung Klarheit ihrer Situation und Perspektive sehen. Auf der Skala von 0 bis 10, also 0 ist keinerlei Klarheit und Perspektive, 10 ist die totale Klarheit und Perspektive, hat sie zu Beginn 2 skaliert. Und am Ende der Sitzung kommt sie auf eine 6. Dann kannst du, wie eben schon mal erwähnt, anerkennend diesen Unterschied deutlich machen, was sie da schon für sich erarbeitet hat. Denn auch das gehört dazu, auf die Erfolge aufmerksam machen und die feiern. Dann der dritte Nutzen. Unterschiede mit Skalierungen sich bewusst zunutze machen. Du kannst diese Zahlen also nutzen und Klienten enorm unterstützen, ihr eigenes implizites Wissen anzuzapfen. Also das Wissen, das noch nicht ins Bewusstsein oder in den Zusammenhang mit dem Thema, mit der aktuellen Herausforderung gebracht wurde. Bleiben wir mal beim Beispiel von eben. Also da kannst du die Unterschiede auch mehrfach nutzen. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel direkt zu Beginn. Deine Klarheit und Perspektive ist ja schon bei 2. Wie kommt es, dass sie nicht bei 0 ist? Was macht den Unterschied aus?
Das ist immer wieder ein schöner Anblick, wie überrascht die Klienten dann sind, dass man sie so komisch fragt, wie kommt das, dass es dir nicht noch schlechter geht? Was macht den Unterschied aus? Also man kann dann regelrecht sehen, wie es im Hirn rattert und dann kommen vorhandene Ressourcen zum Vorschein. Wir haben ja in der letzten Folge 057 schon von der großen Bedeutung von Ressourcenarbeit und dem bipolaren Modell gesprochen und hier ist eine weitere Möglichkeit dazu. Denn jetzt wird die Klientin erzählen, was für Fähigkeiten und andere Erfolgserlebnisse ihr schon ein bisschen Perspektive geben. Und manchmal zählen die Klienten dann so viele Ressourcen auf, dass sie am Ende ihrer Aufzählung angelangt, ihre Skalierung gleich nach oben anheben. Und das kannst du unterstützen mit den zwei berühmten Worten nach jedem Argument, warum das schon eine 2 ist, mit den zwei berühmten Worten, was noch? Und dann sagen die Klienten nämlich oft selber, ja, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich gerade alles aufgezählt habe, dann bin ich eigentlich schon bei 3 oder sogar bei 4. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also da merkst du die Kraft, die in Skalierungen steckt. Und die zweite Möglichkeit ist am Ende der Session, wenn du die Klientin dann fragst, was den Unterschied jetzt genau ausmacht, also den Unterschied in Bezug auf Klarheit und Perspektive, und zwar von der 2, die sie am Anfang hatte, und der 7 am Ende, dann wird sie für dich nochmal die wichtigsten Punkte für sich zusammenfassen und vielleicht taucht auch sogar nochmal ein neuer Aspekt dabei auf. Die vierte Möglichkeit ist, mit Skalierungen nächste Schritte zu konkretisieren. Und hier werden die Unterschiede auf der Skala ebenfalls genutzt. Jetzt allerdings hypothetisch. Um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, also Klarheit und Perspektive, also in Bezug auf den Frust mit der Kollegin, ist am Ende der Session oder gegen Ende der Session auf 7. Dann kannst du weitergehen mit einer Annahme wie, also angenommen, deine Klarheit und Perspektive wäre jetzt schon auf 7,5 oder 8. Was hast du verändert oder getan, um dorthin zu kommen? Was macht den Unterschied aus? Da wird einiges nachdenken, eine kleine Pause erfolgen. Es ist immer anstrengend. Und auch da wieder implizites Wissen angezapft. Und dann kommt vielleicht sowas wie, ja, also wenn ich bei 8 bin, dann habe ich ein klärendes Gespräch mit meinem Chef geführt und mir noch ein paar Informationen zur Sachlage geholt. Das wäre ein Weg. Und damit habt ihr einen nächsten Schritt identifiziert. Jetzt kommt der fünfte Nutzen, die fünfte Möglichkeit, Skalen auch zu nutzen. Jetzt kannst du zum Beispiel auch die Zuversicht skalieren. Das heißt, die Klientin könnte sich ja jetzt vornehmen, dieses Gespräch zu führen und du kannst eine weitere Skalierungsfrage anschließen, indem du fragst, wie zuversichtlich bist du, dieses Gespräch zu führen. Und dann kommt wieder eine Zahl von 0 bis 10. Das ist grundsätzlich ein super Hilfsmittel, um die Umsetzung von Vorhaben in die Zukunft zu unterstützen und auch noch zu entdecken, was vielleicht dabei noch zu beachten ist oder welche Hilfen man sich noch holen kann. Und auch hier wieder, wenn du im ersten Schritt fragst, wenn die Klientin jetzt zum Beispiel gesagt hat, also auf die Frage, wie zuversichtlich bist du, dass du dieses Gespräch mit deinem Chef führst, auf einer Skala von 0 überhaupt nicht zuversichtlich und 10 voll und ganz, und die Klientin sagt zum Beispiel 7, dann kannst du auch wieder fragen, was ist alles in der 7 drin, was macht dich so zuverlässig? Und wieder geht die Klientin an ihre Ressourcen, ja, mein fester Wille, also ich bin, wenn ich mir was vornehme, das ziehe ich auch meistens durch. Außerdem ist mein Chef offen und kooperativ und bisher hat es mir jedes Mal was gebracht, wenn ich ein Gespräch gesucht habe und so weiter und so fort. Du kannst natürlich dann auch wieder die Unterschiede nutzen und nochmal nachfragen, was hat sich denn verändert, wenn du mit deiner Zuversicht bezüglich des Gesprächs auf eine 7,5 oder 8 gekommen bist. Und dann kommt vielleicht sowas,
Ja, vielleicht brauche ich noch eine Sitzung zur Gesprächsvorbereitung, denn ich habe schon noch ein etwas mulmiges Gefühl und ich glaube, das wäre gut, wenn ich mir noch mal über ein paar Inhalte im Vorfeld klar würde, bevor ich das Gespräch führe. Du merkst schon, welch unglaubliche Kraft und Möglichkeiten du durch den Einsatz von Skalierungen im Coaching bei deinen Klienten freilegen kannst. Und das musst du ja nicht permanent und ununterbrochen tun, sondern du kannst ja mit den Elementen spielen und mal an der einen, mal an der anderen Stelle auch so eine Skalierung einzusetzen, um mehr in die Tiefe zu kommen und vor allen Dingen an diese ganzen Ressourcen, an das Wissen und die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ja nur die Klientin schon von sich selber wissen kann. Ja, und dann im nächsten Kapitel jetzt zu den Skalierungen beim EMDR. Für diejenigen, die hier neu im Podcast sind, EMDR ist die Abkürzung für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, wo man genauso schlau jetzt ist wie vorher. Also ganz, ganz kurz, ist eine unglaublich wirkungsvolle und gut beforschte Therapiemethode, ursprünglich entwickelt für posttraumatische Belastungsstörungen Ende der 80er Jahre von der Psychologin Francine Shapiro. Und super wertvoll auch für Coaching anzuwenden. Und was das genauer ist und wie das abläuft, kannst du dir in den Folgen htify.live/023 und den nachfolgenden anhören oder auch lesen, wenn du da in die entsprechenden Shownotes gehst. Oder du gehst einfach auf htify.live, auf den Blog und in die Kategorie EMDR-Coaching. Dann werden dir alle Beiträge dazu angezeigt. Also, im EMDR-Coaching nutzen wir zwei Skalierungen parallel. Und ich erlebe immer wieder, dass das nicht nur für Klienten verwirrend ist, denn zum Beispiel auch die Ausbildungsteilnehmer brauchen eine ganze Weile, bis sie diese Skalen auseinanderhalten und auch richtig nutzen können. Also das heißt, auch die Klienten damit richtig anleiten. Und hier sind nun die beiden Skalen. Die erste nennt sich SUT-Skalierung. Und SUD bedeutet, oder SUD, Subjective Units of Disturbance, also am ehesten vielleicht übersetzbar mit subjektiver Belastung. Man merkt halt, dass das Ganze in Amerika entwickelt wurde, das EMDR. Die SUD-Skala geht von 0 bis 10, wobei eben auch 0 gar keine Belastung und 10 maximale Belastung ist. Im Rahmen der Bewertung der Ausgangssituation schauen wir uns die Belastung durch die konkrete repräsentative Situation zum Thema des Klienten, der Klientin dann genauer an. Es geht also nicht ganz allgemein um Belastung, sondern mit welchen Gefühlen genau die Belastung verbunden ist. Denn die können sich im Rahmen der Verarbeitung durchaus ändern. Und um das jetzt anschaulich zu machen, also vor der Verarbeitung spürt die Klientin am Anfang in Bezug auf die Situation, um die es geht, aktuell eine Belastung durch Wut, beispielsweise in Höhe von 7. Und am Ende der Sitzung steht die Belastung auf 8. Wenn du dann aber nachfragst, ist es gar nicht mehr die Wut, die ist tatsächlich verschwunden und stattdessen ist eine Traurigkeit da. Das ist super, super wichtig. Deswegen auch nicht allgemein Belastung, sondern wirklich immer schauen, welches Gefühl, Belastung durch welches Gefühl. Weil manchmal, das kriegen wir gar nicht so mit im Detail, ist das eine verschwunden, das andere ist da. Man wundert sich vielleicht, warum ist man so traurig. Und mit Psychoedukation, also indem du das erklärst, warum das so ist und warum das vor allen Dingen ein gutes Zeichen ist, dann ist natürlich die Klientin entlastet und ja, und du bist natürlich auch erleichtert, weil dann sieht man wenigstens, dass da was passiert ist, was ganz wichtig ist. Und sonst wäre man stattdessen ja frustriert. Solche Einzelheiten, auch wofür das dann ein gutes Anzeichen ist und so, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist dann eher so für den Rahmen der Ausbildung interessant. Die zweite Skalierungsform, mit der wir dann arbeiten, ist die sogenannte VOC-Skalierung. Und VOC ist die Abkürzung für Validity of Cognitions, also die Stimmigkeit von Gedanken und Überzeugungen. Und zwar von hilfreichen Gedanken, von hilfreichen Glaubenssätzen,
die in der Sitzung erarbeitet werden oder eben auch im Rahmen von Verarbeitung auftauchen. Und diese Skala geht jetzt verwirrenderweise nicht von 0 bis 10, sondern von 1 bis 7. Und 1 bedeutet, der hilfreiche Satz ist aktuell überhaupt nicht stimmig. Und 7 bedeutet, er stimmt jetzt voll und ganz. Die Betonung liegt auch hier wieder bei aktuell, jetzt, in diesem Moment. Und die ganzen Feinheiten dazu, wie du damit dann genau die Klienten im EMDR-Coaching unterstützen kannst, das lernst du dann eben in der EMDR-Ausbildung. Denn das ist ein intensives Übungsfeld für alle Beteiligten. Übrigens auch ganz spannend in der Klientenrolle, die wir ja auch selber in der Ausbildung einnehmen. Und wenn du dir diese beiden Skalensysteme nochmal anschaust, das SAT-System mit der Skalierung von 0 bis 10 im Grunde für das Weg von, also für die Belastung, die man ja auflösen möchte, und die VOC-Skala mit der Skalierung von 1 bis 7 mit dem Hinzu, also welcher hilfreiche Satz dann einem wirklich nicht nur stimmig im Kopf erscheint, sondern man den ganzen Körper spürt. Das scheint zwar von außen und auch für alle Beteiligten erstmal verwirrend, ist aber am Ende extrem hilfreich. Auch eben, um diese beiden, das Weg von und das Hinzu, klar zu unterscheiden. Dann fasse ich jetzt einfach kurz zusammen. Skalierungen im Coaching sind extrem hilfreich und schenken, wenn sie richtig angewendet werden, deinen Klienten den Zugang zu ihrem impliziten, also in ihnen gespeicherten, aber noch nicht bewusst wahrgenommenen, in der Situation wahrgenommenen Wissen. Wenn du Skalierungen nutzt, bewirkst du damit bei deinen Klienten, dass sie besser an ihre Ressourcen kommen, dass sie schneller die für sich geeigneten Lösungen finden, dass sie auch die selbstgefundenen Lösungen passgenauer und konsequenter umsetzen können, dass sie Veränderungen bewusster nachvollziehen und auch ihre Erfolge bewusst feiern können. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man gerne vergisst. Also Erfolge feiern, das kann man eben gerade, wenn einem das so deutlich wird, was da passiert ist anhand von Zahlen sozusagen, das kann man dann noch besser unterstützen und sich gemeinsam freuen. Im EMDR-Coaching arbeiten wir mit zwei Skalen, mit der SUT-Skala, die das Weg von skaliert, das belastende Gefühl, und mit der VOC-Skala, die die Stimmigkeit eines hilfreichen Glaubenssatzes skaliert, das Hinzu. Ja, konnte ich dich heute animieren, Skalierung im Coaching vielleicht wieder mehr einzusetzen und damit bewusst auch etwas mehr zu experimentieren? Das würde mich total freuen. Hat dir die Folge gefallen? Hast du Hilfreiches für dich gewonnen? Dann fände ich es super cool, wenn du diesen Beitrag in deinem Netzwerk teilst und mir eine Bewertung auf iTunes schreibst. iTunes macht es dir übrigens auf dem Smartphone am leichtesten, eine Bewertung zu schreiben. Du gehst dazu auf den Podcast Coaching Oase HTFI, abonnierst ihn natürlich am besten, wenn du es noch nicht getan hast, und scrollst dann dort runter zu Das Beste des Podcasts und dann noch weiter runter kommst du zu den Bewertungen. Und unterhalb der Bewertungen ist dann endlich der Link, mit dem du mir eine 5-Sterne-Bewertung und auch gerne persönliches Feedback geben kannst. Damit unterstützt du mich natürlich sehr beim Bekanntwerden des Podcasts und ich danke dir schon mal recht herzlich für eine Bewertung auf iTunes. Ja, und wenn du an der nächsten Kraftquellenwoche für Coaches und Berater teilnehmen möchtest, findest du mehr Info auf htfi.live/Kraftquellen-Woche. Denn auch wir brauchen unsere Kraftquellen, oder? Eine gute Woche, bis zum nächsten Mal. Mehr Infos findest du auf der Seite htfi.live. Die Shownotes auch zu dieser Folge findest du in der Rubrik Blog.
Zu meinen Gratis-Webinaren, Kursen und Ausbildungen kommst du über die Seite htfi.live/Kurse. Schnupper doch einfach mal rein, ob etwas davon für dich passt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss!